Kolleginnen und Kollegen, als Freie Demokraten wenden wir uns gegen die Stigmatisierung von Polizisten, genauso wie wir uns gegen die Stigmatisierung von Muslimen oder anderen richten. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Oder Fußballfans oder Demonstranten, das ist für mich überhaupt keine Frage. Insofern ist natürlich schon die Frage, ob man, wenn man Politik gestaltet, eine Kultur des Zutrauens oder des Vertrauens hat oder eine Kultur des Misstrauens. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie sind an der Stelle natürlich nicht frei, dass Sie misstrauen. Sie misstrauen Landwirten, Sie misstrauen Polizisten, das machen Sie durch solche Beschlüsse deutlich. Das machen Sie durch solche Beschlüsse deutlich, und ich will Sie eigentlich nur ermuntern, wenn Sie über solche Sachen diskutieren, parteiintern oder hier Anträge in den Niedersächsischen Landtag einbringen, was ja bisher noch nicht der Fall ist. Und ich bedanke mich beim Kollegen Bartermann, dass er ausdrücklich sagt, mit der SPD ist da, was Pferde und Hunde angeht, auch nichts zu machen. Das ist eine klare Ansage, die ich begrüße. Aber wenn Sie sowas diskutieren, parteiintern, dass Sie sich einfach mal in die Rolle des anderen versetzen. Dass Sie sich in die Rolle der Kollegen von der Beweissicherung und Festnahmeeinheit in Göttingen beispielsweise, die von der Kollegin Jans hier zitiert wurde, versetzen und sagen, wie gehen wir eigentlich damit um? Und natürlich gibt es auch in der Polizei, genauso übrigens wie bei Landwirten und Muslimen, Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Das ist doch völlig klar. Nur das sozusagen zu verallgemeinern, ist sicherlich der falsche Weg. Und insofern muss man da abwägen. Genauso wie Herr Kollege Watermann, wir als in der FDP das getan haben, wenn es um die Frage des Verfassungsschutzes geht, wo der Kollege Birkner gestern deutlich gemacht hat, dass wir der Meinung sind, dass wir bei der Altersgrenze 14, die ja derzeit im Gesetz steht, bleiben sollten, was ja auch vom Verfassungsgericht oder von niemandem sozusagen rechtlich gesehen hinterfragt wurde, wo es darum geht, ob dort Daten gespeichert werden oder nicht. Aber natürlich ist das eine Abwägungsfrage, die man sich nicht leicht macht, und insofern glaube ich, dass Bezug genommen auf die vorhergehende Debatte wir mit ein bisschen weniger Schaum vorm Mund vielleicht sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite solche Sachen diskutieren sollten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Oetchen. Meta Jansen-Kutsch, Bündnis 90 Die Grünen, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Sie haben das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Worum geht's?